Woche wieder zum Friedensgebet. Jede Woche können wir nur zu Gott beten, dass er uns die Last und die Ängste nimmt. Wir können nicht so tun, als würde uns das nichts angehen. Obwohl wir Gott sei Dank hier noch Frieden haben, aber die Auswirkungen spüren wir überall. So ist es gut, dass wir den um Rat fragen können, den wir zwar nicht immer verstehen, aber der alles weiß. Ihr seht, dass unsere Kulisse etwas anders ist. Dies liegt daran, dass wir dieses Friedensgebet unmittelbar nach dem Lobpreisgottesdienst aufgezeichnet haben. Wir wollen jetzt miteinander ein Friedenslied singen. Das Friedenslied eigentlich, das wir in unserem Gesangbuch haben. Das ist die Nummer 421, Verleih uns Frieden gnädiglich. Heute sind wir zusammen im Namen Gottes des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der uns vorausgegangen ist und uns begleitet. Und im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft, die aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht und die uns Atem und Leben und Frieden gibt. Amen. Amen. Wir beten mit Worten aus Psalm 11. In der Nähe des Herrn bin ich geborgen. Warum sagt ihr zu mir, Vogel, flieh ins Gebirge? Die Mörderbande hat schon den Bogen gespannt. Der Pfeil liegt schussbereit auf der Sehne, um im Dunkeln schuldlose Menschen zu töten. Wenn jede Ordnung zerbrochen wird, was richtet dann noch einer aus, der sich an Gottes Ordnungen hält? Der Herr ist hier in seinem heiligen Tempel, er, dessen Thronsitz im Himmel steht. Seine Augen sind auf die Menschen gerichtet, nichts entgeht ihrem prüfenden Blick. Der Herr sieht die Treuen, die ihm gehorchen. Und auch die anderen, die ihn missachten. Und wer Gewalt liebt, den hasst er von Herzen. Er straft die Schuldigen mit harten Plagen. Feuer und Schwefel lässt er auf sie regnen. Versengender Glutwind wird ihnen zuteil. Der Herr erfüllt, was er versprochen hat. Und er liebt alle, die ihr Versprechen halten. Wer ihm gehorcht, der darf in seiner Nähe leben. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen als Zwischengesang einen Kanon singen.
Das ist kein Kanon, es ist ein hebräisches Friedenslied. Das ist die Nummer 433, Evenu Shalom Alachim. Evenu Shalom Alachim. Evenu Shalom Alachim. Evenu Shalom Alachim. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alachim. Wir wünschen Frieden, Shalom. Wir wünschen Frieden, Shalom. Wir wünschen Frieden, Shalom. Wir wünschen Frieden, Frieden, Frieden aller Welt. Evenu Shalom. Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Wir wünschen Frieden für Shalom, wir wünschen Frieden für Shalom, wir wünschen Frieden für Shalom, wir wünschen Frieden, Frieden, Frieden aller Welt. Lade euch ein, mit mir zu beten. Lieber Vater, durch Jesus Christus kommen wir zu dir. Jede Woche. Immer wieder aufs Neue. Was nützt das, fragen wir uns angesichts dessen, was wir sehen und hören. Bist du da oder bist du fern, fragen wir uns. Warum stellen wir uns diese Frage? Weil wir, wie so oft, an die Grenzen unseres Verstehens stoßen. Weil wir menschliches Handeln oftmals nicht verstehen können und auch nicht verstehen wollen. Aber warum fragen wir nicht nach dir? Du hast Gedanken des Friedens und nicht des Verderbens. So kommen wir nun zu dir, weil wir keinen anderen Ausweg wissen. Wir klagen dir unser Unverständnis, dass Menschen andere foltern und töten, missbrauchen und zur Flucht bewegen. Nimm ihnen ihre Machtinteressen. Zeige ihnen, dass auch sie, die den Krieg anzetteln, Menschen sind, die nicht das Recht haben, andere aus ihren Ländern zu jagen oder gar Existenzrechte von Ländern zu verneinen. Herr, wir bitten dich, dass du bei all denen bist, die unter den Folgen des Krieges in der Ukraine und weltweit leiden müssen. Wir fragen uns, warum die vielen Flüchtlinge in unser Land kommen. Aber tun wir tatsächlich etwas dafür, dass sich dies ändert? Entziehen wir den Kriegen ihre Grundlagen? Oder fördern wir sie gar? Herr, lass diese Frage erlaubt sein. Wir bitten dich für alle, die flüchten müssen und flüchten mussten, dass sie willkommen sein und dass sie Hilfe finden, wo sie nötig ist. Herr, wir kommen mit unseren Ängsten, die wir alle haben. Wir sehen, dass Dinge knapp werden könnten, weil wir nun auch die Folgen der Globalisierung zu spüren bekommen.
Ja, wir bitten dich, lass uns tatsächlich wieder dahin zurückkehren, dass wir selbst sehen und entscheiden können, was wir an Nahrungsmitteln anbauen und weitergeben. Herr, wir bitten dich, dass wir alle aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Dass wir aus den Fehlern lernen, die diese Kriege überhaupt erst möglich machen. Und dass wir vor allen Dingen lernen, wieder Rücksicht aufeinander und auf andere Menschen zu nehmen. Denn nur wenn Frieden im Kleinen beginnt, kann er im Großen gedeihen. Herr, wir schreien unsere Ängste und unsere Verzweiflung zu dir und bitten dich um deinen Frieden, der so viel höher ist als unsere Vernunft, weil wir wissen, dass dein Friede nicht brüchig ist und auf wackeligem Fundament steht, sondern auf starkem Felsen und für alle Zeiten. Amen. Bei der nun folgenden Musik könnt ihr eure eigenen Anliegen vor Gott bringen. Was uns sonst bewegt, fassen wir in das Gebet und legen wir in das Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss wollen wir noch einen Kanon singen. Das ist das Lied, Herr, gib uns deinen Frieden. Gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, gib
Gott um seinen Segen bitten. Herr, sei über uns wie die Sonne und der Mond. Herr, sei hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Herr, sei rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass du da bist. Herr, sei vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und Herr, sei unter uns, dass wir nicht ins Stolpern geraten. So segne und behüte uns, allmächtiger, barmherziger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Zum Schluss wollen wir wieder das Spendenkonto zugunsten der Ukraine einblenden. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit. Bleibt standhaft im Herrn.